Hallo Leute. Flugwetteraussichten: hohe Wand für die kommenden Tage. Freitag 23. Juli bis Sonntag 25. Juli 2021. Freitag. Ein schöner, überwiegend sonniger Sommertag ist angekündigt. Nur wenige Wolken sollten den Himmel trüben. Erst am Nachmittag können diese etwas mehr werden. Die Gewitterneigung ist gering, aber nicht ganz auszuschließen. Der Wind ist schwach bis mäßig stark prognostiziert. Bezüglich der zu erwartenden Richtung gibt es aber sehr unterschiedliche Prognosen. Voraussichtlich wird aber eher ein südlicher bis südöstlicher Wind zu erwarten sein. Es sollte zumindest zeitweilig fliegbar werden. Samstag. Hochsommerlich sonnig geht es weiter. Nur wenige Wolken dürften den Himmel trüben. Es wird wieder recht heiß. Der Wind soll aufleben, ab Mittag eher kräftig werden und von südöstlicher auf südliche Richtungen drehen. Am früheren Vormittag könnte es vielleicht noch fliegbar werden. Sonntag. Es soll wieder unbeständiger und ab Mittag gewitteranfällig werden. Möglich, dass auch schon im Laufe des Vormittages vereinzelte gewittrige Schauer möglich sind. Der Wind ist auflebend und kräftig werdend aus südlichen Richtungen angekündigt. Vielleicht ist es noch am früheren Vormittag doch fliegbar. Aber man sollte die Gewitterneigung stets im Blick haben. Der weitere Wettertrend. Es bleibt hochsommerlich heiß und schwül. Voraussichtlich geht es eher unbeständig weiter mit Schauer- und Gewitterneigung. Der Wind bleibt aus südlicher Richtung und ist eher kräftig zu erwarten.